Verborgenes Schicksal! Hey, Leute! Was geht? Herzlich willkommen bei Pokémon Gen. Ich bin's wieder, euer Stefan. Und wir haben uns heute wieder dazu versammelt, gemeinsam verborgenes Schicksal zu öffnen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir dreimal die Raichu-Tin heute. Meine drei letzten Tins, ja, die ich noch habe. Die letzten drei Tins von verborgenes Schicksal. Wenn ich die jetzt aufgemacht habe, habe ich nichts mehr da und ich muss warten, bis neue Produkte von verborgenes Schicksal. Ich dachte kurz, ich hätte irgendwie was reingespuckt, aber das gehört so. Die letzten drei Produkte von verborgenes Schicksal, die ich noch da habe. Und dann muss ich so lange warten, bis neue Produkte rauskommen. Wann kommen neue Produkte raus, Stefan, fragt ihr? Ich habe keine Ahnung. Aber ihr könnt gerne mal bei BRD nachschauen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu den Guides von BRD, die mir auch dieses Opening heute wieder zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank, BRD Trading. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Shop. Da könnt ihr den Vorbestellungen nachgucken, was wann rauskommt. Ich weiß es aktuell nicht. So, dann fangen wir aber auch nicht mehr lange rum, liebe Leute. Und machen Teamboxen auf. Wir machen dreimal Raichu-Tin auf. Die Raichu-Tin, die mir bisher am meisten Glück gebracht hat. Denn in Raichu hatten wir Rainbow Glurak. Wieso will ich immer Rainbow Glurak sagen? Hatten wir das Shiny Rainbow drin? Genau. Hatten wir das Shiny Glurak. Das hier. Hatten wir das Shiny Glurak drin. Und demnach hoffe ich einfach mal, wir haben nochmal so viel Glück. Und können vielleicht nochmal ein Shiny Glurak nochmal aus der Raichu-Tin ziehen. Ich würde mich aber auch sehr stark darüber freuen, wenn wir einfach in Anführungszeichen natürlich, eine Fuller Supporter ziehen könnten, die ich noch nicht habe. Wäre Bromley oder Angler oder Angestellte des Aetherparadieses. Ja, mal gucken. Drei fehlen noch. Ansonsten muss ich mir die halt irgendwann mal kaufen. Aber die kaufe ich mir erst, wenn ich die Schnauze vom verborgenen Schicksal wirklich gestrichen voll habe. Die wäre mir fast runtergefallen. Und ich denke mal, das wird noch eine Zeit dauern, bis ich die Schnauze vom verborgenen Schicksal. Ich bin mal gespannt, ob ich jemals die Schnauze voll haben kann von diesem Set. Weil es jetzt so unfassbar crazy ist. Es gibt immer noch drei andere Goldkarten zu ziehen. Kapuriki, Kapukime und es gibt noch zwei andere Goldkarten, oder? Wie viele Kapus sind es nochmal? Ach, Kaputoro habe ich auch noch. Das sind vier Kapus, genau. Und drei fehlen mir noch. Kapukime, Kaputoro und Kapuriki, Kaputoro und Kapukime. Ja, genau, Stefan, ich habe es noch hinbekommen. So. Fangen wir jetzt aber, es ist aber genug mit Nonsens-Gelaber. Wir fangen mal an mit, Booster-Pack aus. Booster-Pack auspacken. Oh, Nevoli, wie süß. Wir legen ihn kurz zur Seite. Vier nach vorne, tauschen die letzten zwei und starten. Mit einer Stahlenergie. Major Bobs Strategie. Mrs. Entschlossenheit. Pokémon Center Dame Evoli. Wie süß. Pikachu, Pipi, Pummeluff, Raupi, Relaxo und ein Pummeluff Reverse Holo. Ich hätte gedacht, ich hätte gehofft, irgendwas wäre in diesem Buch drin. Aber war es leider nicht. Naja, okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Booster aus der Zeit. Oh, ein Kabador! Wie dumm! Vier nach vorne, die letzten zwei tauschen und ich habe wieder eine GX gespürt. Blitzenergie, Porenta, Rockus Memoria Arena, Chanera, Carpador, Pikachu, Voltoball, Smogon, Tragosso und Evoli Holo. Wow! Und oh! Wow, ich habe keine GX gespürt. Das war die Holo, die ich gespürt habe. Oh, wir haben Lucario GX Shiny. Richtig nice ist das hier, ey. Wow! Geilo. Habe ich zwar schon, aber trotzdem schön. Unglaublich schön. Wo ist die Cynthia dazu?
Wo ist die Cynthia dazu? Na, guck mal. Nächstes Booster. So. Paras war das. Paras war hier das erste Pokémon, das wir erspähen konnten. Wir fangen an mit der Feuerenergie. Sabrinas Vorschlag. Ich bin auch mal gespannt, ob wir wieder den Schnitt von 2 Hits pro Tinbox halten können. Kangama Rare und ein Lapras Non-Holo Rare. Aber immerhin ein Non-Holo Rare ist ja auch schon mal ganz okay. Bin ich mal gespannt. Da müsste jetzt hier im letzten Booster nochmal ein Hit drin sein. Ansonsten ist halt eher, war die Tinbox halt eher so, naja, okay eigentlich, weil ein Lucario Shiny ist halt trotzdem, Lucario GX Shiny ist halt trotzdem immer noch irgendwo pretty sick, ne? Ja, schauen wir mal. So, eine Kampfenergie. Safcon, Rosanna, ein Magma, Raupi, Paras, Glumanda, Pipi, Oh! Yes, Alter! Jesse und James Fuller! Die Karte ist zwar, ich glaube, mittlerweile vielleicht noch 50 Cent, übertrieben gesagt, 50 Cent wert. Aber es ist halt eine Full Art. Jesse und James Full Art. Das ist ein doppelter Hit, ein zweiter Hit, zwei Full Arts oder eine Shiny GX und eine Full Art aus einer Tin. Ist halt schon, beschweren kann man sich da eher weniger, ne? Okay, wir machen weiter mit der nächsten Raichu Tin Box. Mal gucken, was wir hier drin haben. Fangen an. Paras haben wir ganz am Anfang wieder gesehen. Ich habe auch schon lange nicht mehr das Hittern geehrt. Vielleicht sollten wir das nochmal wieder machen. Könnte vielleicht daran auch liegen. Ich hoffe, ich halte auch die Kamera. Die Karten auch immer in die Kamera. Aber eigentlich ja. Das hat bisher nichts passiert sein. Und ich hoffe, ich klatsche nicht mehr zu hart auf den Tisch. Paras, Raupi, Glumanda, Pipi, Anton, Relaxo. Rare und Sichlor Shiny. Nice. Yeah. Geilo. Geilo. Das war das erste Booster Pack. Direkt eine Shiny wieder. Fängt schon mal gut an, könnte man sagen. Es fängt schon mal ganz gut an. Kann noch besser werden, aber nicht nur noch besser werden. Es könnte natürlich auch noch schlechter werden. Mist ist entschlossen als Sichlor. Sabrinas Vorschlag. Raupi. Pipi. Raupi. Ein Hitan. Ja, Paras. Glumanda. Ein Holo Evoli. Wie süß. Und. Oh, eine Kampfenergie. Reverse Holo. Kann man so als halben Hit zählen. Also, ich lege sie mal hier so halb über das Sichlor. Ist ein halber Hit. Also nicht vollwertig, aber ist trotzdem gut. Also die Karte könnte schon fast mehr wert sein als das Jesse und James Full Art. Das sind eigentlich die Jesse und James Full Art zu einem halben Hit machen. Egal. Wir machen weiter mit dem vorletzten Booster aus der Tin. Vier nach vorne, tauschen die letzten zwei wieder aus und fangen an mit einer Stahlenergiekarte. Ein Chanera, Georock, Purenta, Carpador, Kleinstein, ein Pipi, Evoli, Rettern, Hittern, Pantimos und nochmal ein halber. Also das wäre da zusammen ein ganzer Hit. Ne, Elektroenergie Reverse. Yo, das ist okay, das ist ganz okay. Ja, das ist ganz okay. Gleich den Hit, wenn wir jetzt noch einen Hit rausziehen, wiederum wäre es schon ziemlich nice. Dann könnte man sagen, wow, das war jetzt schon ziemlich gut. Mal gucken. Ob wir noch was ziehen, ne? Feenenergiekarte. Rokus Mamori Arena. Fugas Falle. Major Bob Strategie. Paras. Tragosso. Ein Voltoball. Kleinstein. Evoli. Oh mein Gott! Arktis Zapdos Labrador Full Art und Smogmog Reverse Holo Rare. Uff, okay. Die Tin war auch sehr, sehr, sehr gut. Wie mache ich das denn jetzt hier mit dem Hinlegen? Ich lege die Reverses so drunter. Die Reverse Energies, weil die zählen ja so als halber Hit. Ich meine, für die Reverse Energies kriegt man meistens so Euro. Ich weiß ja nicht, ob der Preis jetzt mittlerweile schon, wie weit der Preis mittlerweile gesunken ist.
Aber 1 Euro hat man eigentlich bisher immer noch einrechnen können, ungefähr für so eine Reverse-Holo-Energiekarte. Sehr, sehr gut. Sehr, also, pff, bisher. Ne? Genau. So, machen wir wieder weiter mit einem PB. Code-Karte machen wir weg. Hier nach vorne. Das ist die letzte Tin, die letzte Reitschuh. Und in den Reitschuh-Tins haben wir wieder bisher Glück. Also, schauen wir mal, ne, ob sich das Glück so hält. Scheinergie, Mist dieser Entschlossenheit. Rosanna. Pokémon JM Center Dame, ne? Kennen wir ja vom letzten Mal. Pokémon Center Dame. Pipi, Flatmon, Carpador. Ein Pikachu, ein Voltoball. Die Rare ist ein Kangama Non-Holo Rare. Und die letzte. Oh, ist ein Hitan Reverse Holo. Vielleicht soll das aber auch heißen, dass wir im nächsten Booster dafür umso mehr Glück haben, wenn man Reverse Holo Hitan. Und jetzt hier auch noch direkt als ersten Hitan als zu Gesicht bekommt. Das kann eigentlich nur was Gutes bedeuten. Ich tausche die letzten zwei Karten, versuche mich so wenig wie möglich zu spoilern irgendwie. Ich denke, ich habe nichts gespürt. Ich bin mal gespannt. Unlichtenergiekarte, Safcon, Pokémon Centerdame, Sichlor, das Hittern, Eton, ein Sterndu, Pipi, Phlegmon, oh, Jesse und James Bullard und Major Pop Strategie. Ja, gut, habe ich gesagt. Oh, okay. Wir legen heute mal die Hits so hin. Okay, wir haben schon wieder Jesse und James Fullard gezogen. Naja, immerhin der Fullard, ne? Aber da würde ich wahrscheinlich sogar lieber noch das Schlinking-Schein ziehen. Jesse und James ist so eine coole Karte, aber mittlerweile halt echt, wow. Ich glaube, das ist jetzt die achte oder neunte von denen, die ich mittlerweile gezogen habe, ey. Uff, uff, uff. Die letzten zwei Karten tausche ich. Und wir fangen an mit einer Feuerenergiekarte. Giovannis Exil, Kogas Falle, Major Bob Strategie, Enton, ein Hittern, ein Raupi. Aber Double Hittern hat natürlich, ne, zugeschlagen. An die. Oh, ein Pinsir GX und Mist dieser Zuria Arena. Reverse Holo. Okay. Ist jetzt so. Okay, aber hey. So, verborgenes Schicksal Booster Nummer Last. Das letzte verborgene Schicksal Booster. Komm schon. Da muss jetzt noch mal fast was drin sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Wirklich. Nein, nein. Ich wusste doch, dass hier zwei sind. Oh Mann, ist da was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir hatten aber noch keine Tin. Es wird mal Zeit werden für einen Drei-Hit-Tin. Wir hatten beim letzten Mal jetzt keine Drei-Hit-Tin. Ich glaube auch in den Streams davor, da weiß ich es nicht mehr. Evo, oh nee, Bulli, wie süß. Aber komm schon. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Paras. Palkia Holo. Und. Oh nee, es ist keiner Shiny. Yes, es ist ein Drei-Hit-Tin. Eine Drei-Hit-Tin. Awesome. Eskalar Shiny. Sau gut. Sau gut. Drei Hits. Pinsir GX. Chessie und Chay. Auch wenn es nicht absolute Premium-Hits natürlich sind, muss man dazu sagen. Aber hey. Es sind drei Hits. Sag mal, Chessie und James. Wow. Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Leute. Folgt mir auf Instagram, falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt. Und wir sehen uns am Sonntag wieder zum nächsten Streaming Sunday. Und wir öffnen diesen Sonntag ein Bund der Gleichgesinnten Display. Also, freut euch drauf, Leute. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.